Via Nova. Das heißt, neue Wege mit den ureigensten Möglichkeiten der Schlaginstrumente zu beschreiten. Eine zentrale Schaffensgrundlage bildet die Folklore. Die preisgekrönten Virtuosen befassten sich intensiv mit der Volksmusik des Orients, sammelten dort Lieder und Tänze, arrangierten sie oder ließen sich von ihnen zu Improvisationen und Kompositionen anregen. Zusammenarbeit mit Künstlern aus anderen Genres ist Via Nova ein großes Anliegen. So arbeitete man bereits mit Gidon Kremer, Gabor Boldotzki und Michael Martin Kofler, dem Soloflötisten der Münchner Philharmoniker, mit denen man Werke aus den verschiedensten Epochen und Stilrichtungen zur Aufführung brachte. Die Klangforschungen der Gruppe ziehen sich weit über die Grenzen Europas bis in die Musikkultur Japans mit ihrer tausendjährigen Trommeltradition hinaus. Um diese Musik originalgetreu wiedergeben zu können, ist es dem Ensemble ein Anliegen, auf authentischen Instrumenten zu spielen und ihr Instrumentarium ständig zu erweitern. An der Volksmusik des Orients, vor allem des Balkans, reizen die Gruppe die extrem komplexe, auf Asymmetrien beruhende Rhythmik, die orientalisch anmutende Melodik und das Instrumentarium selbst. Die Bearbeitungen verwenden neben modernem Marimbaphon, Xylophon und Vibraphon auch die folkloristische Tapan, eine vor dem Bauch zu tragende, beidseitig bespannte Röhrentrommel.